Meine lieben Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Heute ist ein besonderer Tag. Wisst ihr, was es ist? Der Einzug von Jesus in Jerusalem. Man feiert diesen Tag als Palmensonntag in Gemeinden. An diesem bestimmten Sonntag jedes Jahr werden Palmenzweige in der Kirchengemeinde verteilt. Hier erinnern wir uns an das Geschehen, als Jesus noch auf Erden war. In Matthäus Kapitel 21, Vers 9 lesen wir, das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobet sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Jesus ritt auf einem Esel. Dieser Esel ist kein normaler Esel, den wir in den Dörfern sehen, sondern ein besonderer Esel. Ein Esel bestimmt für den König. Es war damals, als Jesus noch auf Erden lebte, die Gewohnheit, dass der Sieger eines Krieges auf einen bestimmten Esel reitete. Es war eine Art Siegesehrung. Genauso ist auch Jesus als Sieger in Jerusalem eingezogen. Die Menschen freuten sich und schrien: Hosianna, dem Sohn Davids. Wir sollten auch die Esel sein, die Jesus befördern. Dafür solltest du dich zuerst widmen, den Dienst des Herrn zu tun und ihn zu tragen wollen. Wir müssen beten, dass andere es auch beobachten. Zweitens bereinigt Jesus den heiligen Tempel. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, aber ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Dieser Weise bereinigte er den Tempel. Unser Körper ist der Wohnort des Herrn. Wir müssen besonders darauf Acht geben, dass wir unseren Körper nicht verschmutzen, indem wir rauchen oder irgendwie anders verschmutzen. Daher nehmen wir uns vor, unseren Körper für den Herrn reinzuhalten und zu schützen. Als drittes Ereignis geschieht eigentlich Folgendes. Nachdem Jesus den Tempel gereinigt hat, heilte er Blinde, Taube und kranke Menschen. Dies ist ein besonderer Tag für die Heilung durch Jesus. Unser Herr Jesus möchte an diesem besonderen Tag dich auch heilen. Wir alle brauchen eine Bereinigung von Jesus in unserem Leben. Dies ist bestimmt notwendig wegen den Einflüssen von dieser Welt, die dein Herzen verschmutzen. Bitte nun den Herrn, dass er dich komplett reinigt. Vielleicht brauchst du eine Heilung oder eine Befreiung, Erlösung von einer Krankheit. Der Jesus, der alle geheilt hat in Jerusalem damals, möchte dich von deinen Krankheiten heilen. Erhebe deine Hand jetzt hoch und sag: Jesus, ich möchte ein Esel sein, der dich befördert. Wer alles sich jetzt widmet, sei mit dieser Person, sodass dein Name verherrlicht wird. Herr, wir bitten dich darum, dass du unser verschmutztes Leben bereinigst. Bereinige uns von allen Sünden im Leben. Du bist der heilende Gott. Bitte heile uns von allen Krankheiten, die wir jetzt haben. Befreie uns von allen möglichen Krankheiten. In Jesu Namen. Amen. Amen.